Endlich ist unsere Lernplattform und die App online. Geht jetzt auf www.simpleclub.de und registriert euch kostenlos. Geil. Lege eine Tangente an die Kurve an, die parallel zu der Geraden g von x verläuft. Wie ihr das löst, erfahrt ihr jetzt. Intro. Als erstes nochmal eine kurze Wiederholung. Eine Tangente ist eine Gerade, die eine Kurve in irgendeinem Punkt berührt. Das Problem, das wir uns in diesem Video angucken, der Lehrer verrät euch diesmal den Berührpunkt nicht. Das Einzige, was ihr wisst, ist, dass die Tangente parallel zu irgendeiner anderen Gerade sein muss. Und genau das erklären wir jetzt mal mit der Aufgabe aus dem Intro. Ihr bekommt die Funktion f von x gleich x² minus 4x plus 7 und die Gerade g von x gleich 2x minus 5. In der Aufgabe steht, wie gesagt, lege eine Tangente an die Kurve an, die parallel zu der Geraden g von x verläuft. Da ihr keinen Schimmer habt, wo die Tangente die Kurve berührt, müsst ihr erstmal diesen Berührpunkt berechnen. Wie macht ihr das? Ihr wisst ja, dass die Tangente parallel zur Geraden sein soll. Also muss sie dieselbe Steigung wie die Gerade haben. Ihr sucht also irgendeinen Punkt auf der Kurve, an dem die Steigung der Funktion gleich mit der Steigung der Geraden ist. Steigung der Funktion. Da war irgendwas, oder? Klar, da braucht ihr die Ableitung dazu. Deswegen Schritt 1, die Funktion f von x ableiten. Da kommt dann das hier raus. Kennt ihr ja, Hochzahl vor und Hochzahl minus 1. Die Steigung der Funktion muss jetzt der Steigung von der Geraden entsprechen. Die Steigung von der Geraden ist 2. Das sagt ja die Zahl vor dem x. Also einfach die Ableitung 2x minus 4 gleich 2 setzen. Jetzt löst ihr einfach noch nach x auf. Die 4 schmeißen wir nach rechts und teilen dann durch 2 und zack, fertig, kommt x gleich 3 raus. Voila, schon habt ihr eure Berührstelle. Um den Berührpunkt rauszubekommen, setzt ihr jetzt einfach noch x gleich 3 in die Funktionsgleichung ein. Dann habt ihr f von 3 gleich 3 Quadrat minus 4 mal 3 plus 7. Und das ist 4. Das ist der y-Wert vom Berührpunkt. Also liegt euer Berührpunkt bei 3, 4. So, jetzt habt ihr einen Punkt, durch den die Tangente geht und die Steigung der Tangenten. Klar, die ist ja gleich 2, weil die Gerade die Steigung 2 hat. Das reicht, um eure Tangentengleichung aufzustellen. Ihr erinnert euch bestimmt dunkel an die allgemeine Geradengleichung y gleich mx plus b. In die müsst ihr jetzt einfach wieder, wie auch im letzten Video, einsetzen. Für m könnt ihr schon mal die 2 reinhauen und für x und y setzt ihr die Koordinaten von eurem Berührpunkt ein, um so euer b noch zu bestimmen. Dann steht da 4 gleich 2 mal 3 plus b. Und das nach b aufgelöst gibt b gleich minus 2. Damit wird eure allgemeine Geradengleichung zu y gleich 2 mal x minus 2. Und das war's. Fertig. Das ist die Tangentengleichung. Die Aufgabe ist gelöst. War doch gar nicht so schwer wie am Anfang gedacht. Wenn es euch zu schnell ging, einfach nochmal zurückspulen und versuchen, die einzelnen Schritte mitzurechnen. Ansonsten jetzt pausieren und die weißen Schritte merken. Dann kann nichts schief gehen. Ah, eine Sache ist noch wichtig. Es kann sein, dass ihr zu einer gegebenen Geraden mehrere Tangenten findet. Zum Beispiel, wenn das hier eure Funktion ist. Und das ist die Gerade. Dann findet ihr hier sofort zwei Tangenten, die beide parallel zur gegebenen Geraden sind. Die berühren ja beide die Funktion und haben beide dieselbe Steigung wie die rote Gerade. Merkt euch das. Es kann also manchmal auch mehrere Lösungen geben. Das merkt ihr dann, wenn ihr im Schritt 2 nach x auflöst und mehrere Lösungen bekommt. Ihr müsst dann einfach alles doppelt oder dreimal rechnen, je nachdem wie viele Stellen rauskommen. Und dann stellt ihr halt mehrere Tangentengleichungen auf. Alles gecheckt? Sehr geil. Dann geht's im nächsten Video weiter mit dem dritten Tangentenproblem, bei dem ihr nur noch irgendeinen Punkt außerhalb der Kurve gegeben bekommt. Und denkt dran, immer fleißig unsere Videos zu schauen. Dann kann das Abi kommen. Oder die nächste Klausur. Oder was auch immer. Da ihr die geilsten Zuschauer überhaupt seid, seid ihr bestimmt auch so geil und empfehlt uns weiter. Dann haben eure Freunde, Klassenkameraden und eure Oma auch was davon. Haut rein, bis dann, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.